Nein, es ist zu früh. Die Kabelverbindung. Was ist denn das für ein Sturm? Oh, verdammt! Komm schon, komm schon! Großer Gott! Scheiße! Ich pisse auf diese Stadt. Auf all die Häuser. Auf diese ganze Kanzlei. Die Stadt ist nicht mal nur verkommen. Nein, jetzt ist es auch noch eine Geisterstadt. Leere, soweit das Auge reicht. Andauernd nur Regen. Andauernd nur Nebel. Als würde der Teufel selbst über dieser Stadt liegen. Was ist passiert? Hat es funktioniert? Was ist das für ein Lärm? Ich mache nichts anderes mehr, als jede verdammte Nacht durch diese Straßen zu laufen. Jede verdammte Nacht mir die gleichen billigen Fassaden anzuschauen. Ja, diese Stadt war vielleicht mal schön, wenn die Sonne schien, einmal im Jahr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der Fluxkompensator. Raus hier, raus hier, raus hier. Nein. Das ist so. Was zum? Das ist so. Herr Bergmann. Ja. Was ist hier passiert? Das ist Ihr Haus, Ihr Redaktionsgebäude, das ist ja alles gesprengt, zerstört, brennt. Erklären Sie sich. Wovon reden Sie? Wer sind Sie? Herr Bergmann, wer bin ich? Es ist sicherlich nicht, also die Stadt geht vor die Hunde, aber jetzt ist nicht die Zeit, um Scherze zu treiben. Oh, der Mond hat ein Gesicht. Oh. Hallo Schaf. Okay, was mache ich hier? Irgendwie. Nee. Wer hat das hier gebaut? Und wo? Warum? Wieso? Wer hat mich hier K.O. geschlagen und hier hingeschleppt? Und vor allem, wieso ohne Nachricht? Oder war da eine Nachricht? Warte kurz. Haben Sie schon die Städte hier untersucht? Ist irgendwas erhalten geblieben? Irgendwas, was Sie vermutlich an irgendwas erinnert? Oder? Hören Sie mal. Mir ist gerade der ganze Laden hier um die Luft geflogen und ich hab, was weiß ich denn? Ich bin einfach nur froh, dass ich noch lebe. Das scheint zumindest noch intakt. Kommen Sie jetzt mal mit, vielleicht erinnern Sie sich an irgendwas. Sind Sie sicher, dass es da unten nicht gefährlich ist? Das ist alles in Ordnung, hier ist alles intakt, das sieht auch nicht einsturzgefährdet aus. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wie, Sie wissen das nicht? Hier steht irgend so eine riesige Apparatur herum und mitten unter ihrem DeLorean? DeLorean? Ich weiß es nicht. Ist das eine neue Salbe? Oder? DeLorean? Was ist das denn? Ich kenne dich besser als dich selbst. Als du dich selbst. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Buchstaben. Wer hier ein Leben hat 9 Buchstaben? Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat 9 Buchstaben hier ein Leben? Okay. Hatte da etwa jemand einen Anschlag auf uns vor, oder was? Ja gut, ne, hab ich gesagt.
Gratis TNT für mich? Ups. Habe ich nicht gemacht. So, mal gucken. Nee, das TNT scheint noch hier zu sein, deswegen packen wir jetzt einfach mal das TNT, was wir hier noch geraubt haben gerade, noch dazu. Weil wenn ich Spielemeister sage, dann klingelt bei Ihnen gar nichts. Nein, ich weiß es nicht. Wenn ich von Prüfungen spreche, klingelt bei Ihnen gar nichts. Nein, nichts. Dann kommen Sie mal mit, Herr Bergmann. Kommen Sie einfach mal mit. Wir kümmern uns darum. Das wird alles wieder gut. Selber gespannt und dann danke fürs Zusehen. Ich werde es ein bisschen vermissen, aber hey, alles klar. Danke und schönen Tag noch. Der Bandana Boy grüßt euch. Tschüss.